Paul Hoffman, der amerikanische Beauftragte für das europäische Wiederaufbauprogramm, traf in Berlin ein. In seiner Begleitung befand sich Mr. Harriman, der Sonderbotschafter für den Marshallplan. General Clay begrüßte die beiden Wirtschaftsexperten. Hoffman erklärte später auf einer Pressekonferenz, wir tun alles, was in unseren Kräften steht, um Berlin zu helfen. Anschließend begab sich Paul Hoffman nach Frankfurt am Main, wo er direkte Besprechungen mit deutschen Vertretern der bizonalen Verwaltung führte. Der Administrator für das europäische Hilfsprogramm setzte sich für eine intensive Erweiterung des deutschen Außenhandels ein. Wörtlich sagte er, ohne den Aufbau der westdeutschen Wirtschaft ist der Aufbau der gesamteuropäischen Wirtschaft unmöglich. Amerika wählte seinen neuen Präsidenten. Die ganze Welt verfolgte wochenlang mit angespanntem Interesse die Wahlschlacht und dann die Wahl selber, deren Ausgang eine Überraschung bedeutete. Für die Demokratische Partei war Präsident Truman als Kandidat aufgestellt. Er führte seine Wahlkampagne mit Überlegenheit und Temperament. Kandidat der Republikanischen Partei war Thomas E. Dewey, der Gouverneur des Staates New York. Dewey galt als Favorit. Aber es kam anders. Präsident Truman wurde zum Präsidenten der USA gewählt. Auch der Senat und das Repräsentantenhaus haben nun eine demokratische Mehrheit. Harry S. Truman, der Farmerssohn aus dem Staate Missouri, gilt in Amerika als ein Mann, der in der großen Politik die Sorgen des kleinen Mannes nicht vergisst. 1944 wurde er Vizepräsident der USA und im April 1945 übernahm er nach dem Tode von Roosevelt die Präsidentschaft der USA. Truman bei seiner Vereidigung im Jahre 1945. In der Außenpolitik galt sein Wirken vor allem der Sicherung des Weltfriedens und dem Zusammenschluss aller demokratischen Kräfte. Der Marshallplan, nach Trumans Außenminister benannt, bezeugt das besondere Interesse an den Vorgängen in Europa. Die drei Westzonen Deutschlands sind in diesen großen Wiederaufbauplan einbezogen. Der aggressiven sowjetrussischen Politik trat Truman vor allem in der Berliner Frage mit Ruhe und Entschlossenheit entgegen. Nun ist der 64-jährige Harry S. Truman zum zweiten Male Präsident der USA, dieses Mal vom Volke gewählt. Ein Ereignis von entscheidender Bedeutung für Amerika und die Welt. Der Berliner Alltag steht nach wie vor im Zeichen der Blockade. Die Abgrenzung der einzelnen Sektoren hat eine Verschärfung erfahren. Die Polizei des russisch besetzten Sektors kontrolliert die Wagen, ehe sie in die westlichen Sektoren fahren. Durch diese Maßnahme soll verhindert werden, dass Lebensmittel oder Wirtschaftsgüter in die von den Sowjets blockierten Westsektoren gelangen. Aber der Luftraum bleibt frei. Die Flugzeuge der Luftbrücke kann man nicht kontrollieren. Berliner Alltag im Zeichen des nahenden Winters. Man greift zur Selbsthilfe, um die Brennstoffzuteilung zu erhöhen. Mit der Stadtbahn geht es in die Außenbezirke zum Holzsammeln. In überfüllten Zügen erreicht man die Plätze, wo es noch etwas zu holen gibt. Jeder Ast, jeder Baumstumpf ist willkommen. Die Berliner nehmen zu ihren anderen Sorgen auch noch diese Mühe auf sich, denn sie wissen, dass es um ihre Freiheit geht. Sie mühen sich ab und schleppen schwere Lasten. Doch jeder Sack Holz ist eine Erleichterung für die kommenden Wochen. Eins der wichtigsten Probleme ist die Beschaffung von elektrischem Strom für die Westsektoren. Der Neubau des Kraftwerkes West schreitet gut voran. Vor kurzem konnte das Richtfest begangen werden. Die Schwierigkeiten, Material zu dem Bau des Kraftwerkes heranzuschaffen, sind groß, aber es wird weitergebaut. Durch die rechtzeitige Fertigstellung des Außenbaues können die Arbeiten im Innern im Winter weitergeführt werden. Glücklicherweise wird manchmal der graue Alltag durch kleine Freuden und Überraschungen unterbrochen, vor allem für die Kinder. Amerikanische Flieger machten ihr Maskottchen, das 7 Monate alte Kamel Clarence, zum Freudespender für Berliner Kinder. Clarence wurde per Flugzeug aus Afrika nach Deutschland gebracht und sammelte in verschiedenen Städten der Westzonen Geld und Gaben.
Die Geschenke werden den Berliner Kindern das Weihnachtsfest verschönen. Überall, wo Clarence auftaucht, ist es von Kindern umringt. Und nun die Ankunft in Berlin-Tempelhof nach dem Flug über die Luftbrücke. 1000 Kinder stürmen das Rollfeld, denn Clarence muss man sehen. Den Glücksbringer im Alltag von Berlin.